Weiß nicht genau, wie lange diese postapokalyptische Welt hier schon ist. Hi Artyom, wie gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Eine Küche. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Alles in Griffweite und trotzdem noch so viel Platz? Ja, sieht gut aus. Kannst du aufhören? Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Solange das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns und Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Hm. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Anzüge? Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. So wie du? Dukes Schutzweste trug den Rückenschutz nicht mehr. Und er hat darüber einfach Witze gemacht. Was wollte ich? Naja, von jetzt an werde ich hier arbeiten. Gut, okay. Das reicht. Genug angegeben. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Ja, das ist richtig. Ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Da draußen ist dreckig. Aber nichts, was ich nicht reparieren ließe. Siehste. So, jetzt zu dir. Kannst du mal aufhören, hier rumzuquarzen? Da ist ein Kind. Onkel Zuckerriff! Onkel Zuckerriff! Was möchtest du denn fragen, Nastja? Sehr lecker. Hast du eine Nähmaschine? Aber hey, besser als nichts. Nein, hab ich nicht. Aber wie reparierst du denn dann die Anzüge? Wie alle anderen. Ich nehme Nadel und Faden. So, wir brauchen auf jeden Fall das hier. Wow, cool. Kannst du mir das beibringen? Na klar. Warte mal. Aber später. Ich habe noch zu tun. Lässt du mich dann Sams Gewehrgurt nähen? Naja. Na klar doch. Oh, aber nur unter Aufsicht. Sam ist sehr streng. Ich wollte auch den hier letztes Mal haben. Also gut. Sieh mal her. Ich zeige es dir einmal. Und jetzt machen wir das. Stahlkugeln? Nee. Und jetzt die Kugeln heute hier. Waren das die richtigen? Da musst du vorsichtig sein. Siehst du? Hier von dem auch noch ein paar. Nicht so schnell. Was war das? Schrot haben wir nicht? Okay, ach, jetzt haben wir keine Gefahrstoffe mehr, also keine Chemie. Aber ist okay. Kann ich noch was machen? Was sind 6? Jo, einmal geht noch. Perfekt. Nein, speichern unmöglich, ja, das ist erstmal okay. Achso, ich kann hier natürlich nicht meine Waffen nachladen. Aber ist okay, wir haben erstmal alles wieder auf Vordermann gebracht. Wir haben uns hier einen kleinen Vorrat angelegt. Filter haben wir zwar nicht gemacht, aber... Gab's die nicht in hübsch? Ja, sieht schon ganz hübsch aus, aber trotzdem. Was Moskau, die haben da vielleicht ein anderes Bild. Raucherpause? Das ist gut. Draußen, mein Freund. Guck mal, ist ein Ditte da? Ganz schön stark. Verdammt, ist Brachter. Die stark. Naja, aber nicht so stark für uns. Ist doch noch was anderes drin außer Tabak? Also ihr seid schon die richtigen Typen. Du, der Oberst, Duke. Dieser Typ hat an der Brücke Großes geleistet. Ja, hat sich für uns geopfert. Er war ein großartiger Kerl. Möge er in Frieden ruhen. Ja. Tja, was wollte ich gerade sagen? Danke. Ihr habt mich akzeptiert und ich bin ein einfacher Mann. Ich werde die Schuld begleichen. Wie gefällt's dir hier so nach den Tunneln? Da muss man nur für den Nikotinshop kriegen. Klar, so viel Platz. Kommt mir auch leer vor. Gut, beschwind mich, Käser und Ruinen und diese verdammten Mutanten. Ich hasse sie.
Auch wenn ihr die Regierung letztendlich zu sehen bekommt. Sei jetzt nicht sauer, Bruder, aber sag mir einfach. Die haben wir mitgenommen. Was zum Teufel braucht ihr sie überhaupt? Hm? Klar, es könnte interessant sein, sie mal zu sehen. Aber während meiner Wanderung habe ich nur zwei Sorten Ex-Regierungsbeamte getroffen. Tote und Bandenanführer. Und lass dir gesagt sein, letztere sind viel schlimmer als der Durchschnittsbandit. Ja, natürlich. Sie labern immer dumm herum, bevor sie etwas Schlimmes machen. Hat man noch Zeit, selbst zu reagieren. Was ich damit meine ist, selbst vor dem Krieg war mir die Regierung ziemlich egal. Und jetzt, nachdem alles den Bach runtergegangen ist, noch viel mehr. Also, wofür? Hä? Ich bin ein einfacher Mann und hab dir gesagt, dass ich zu dir stehe. Also müssen wir lange miteinander auskommen. Mhm. Aber ich würde lieber eine hübsche Heimat finden, anstatt die Regierung zu suchen. Klar, sie könnten uns Luxusbunker oder so bieten. Ich glaube, darum geht's nicht mal. Mir scheint kalt zu sein, Artyom. Wärm dich etwas auf, ich rauch noch einen. Muss ein wenig nachdenken. Du bist den ganzen Tag hier am Quarzen. Oder bleib einfach. Haben ja jetzt genug Platz. Hm. Ja, weil ich den geilen Waggon gesorgt habe. Die macht ja Party. Was gibt's hier? Nichts. Hier? Ebenfalls nichts. Oh. Artyom! Komm rein und setz dich! Okay. Stepan will uns etwas vorspielen. Oh, ich spiel mit. Und Artyom, bereit für eine Jam Session? Na, aber logisch. Na los, schnapp dir die Gitarre! Wir waren atemlos und ohne Lieder richtig wortlos. Waren wir nie wieder etwas sanglos, sind wir immer noch dafür nicht klanglos. Man hört uns doch. Okay, wir müssen arbeiten. Die Leute, die haben noch was zu tun. Danke, Stepan. Ich habe gespielt. Tut mir leid, wenn ich frage, Katja, aber Nastjas Vater, er ist tot, oder? Alter. Weiß Nastja das? Der geht heran. Ja, ist er. Ich wollte es vor ihr verbergen und sagte, er sei zum Markt gegangen. Kurz zur Tankstelle, zur Rettung. Drei Tage vergingen und ich behielt es für mich. Ich saß da mit einer Nadel in der Hand und konnte nichts sehen. Mir wurde schwarz vor Augen. Okay. Tja, Leute, auf Duke. Ja. Krieg ich auch ein Glas? Der Oberst wartet im Führerstand auf dich. Im Führerstand? Hm, ich verstehe schon. Erinnert ihr euch noch, wie er von der Bibliothek zurückkam? Ist hier nichts anderes. Naja, damals hat er uns echt reingelegt. Wir hatten den Schnaps bereit, Sam hielt die Rede. Eine gute noch dazu. Danke. Naja, stimmt ja auch. Nicht so schüchtern. Prost. Also, Sam beendet seine Rede und dann fragte Duke, wo ist mein Schnaps? Ja, ist schon lustig. Und deshalb finde ich, wir sollten hier warten. Er ist aus der Bibliothek zurückgekommen. Da ist das hier im Vergleich gar nichts. Leute, er wurde angeschossen. Wir werden den Rückweg einsammeln. Wenn wir dann noch leben. Ah, komm schon! Trotzdem finde ich, wir sollten auf Duke anstoßen. Und wenn er noch lebt, ist das ein gutes Omen. Sam, was meinst du? Ich trinke später, muss noch kochen. Okay, lasst uns trinken! In Ordnung! Gutes Gebäude, mehr davon! Heftig. Boah, krass. Boah. Ja, echt heftig. Dann spült ihr echt den Karius raus, so. Da wir gerade von oben sprechen, lasst uns einen Gottesdienst für ihn abhalten, sobald wir zu einer Kirche kommen. Ja, ich muss los. Duke war nicht gläubig. Essen? Auch nach Silantius bin ich mir auch nicht mehr sicher. Tja, Silantius ist definitiv ein hoffnungsloser Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Duke Valhalla mag. Ein Paradies, in dem gefallene Helden bis in alle Ewigkeit Festmähler und Kämpfe genießen. Das passt zu allen, die wir verloren haben. Ja, darauf sollten wir noch einen trinken. Auf unsere Jungs in Valhalla. Ich geh jetzt mal duschen.
wir sehen uns wieder in Valhalla. Okay, ich muss los. Oh, Schnauze voll. Und tschüss. Geht nicht. Die haben auch an alle gedacht. So, dann wären wir wieder hier. Komm her, Archer. Achso, der hat jetzt komplett umgebaut. Von da hat er sie weggenommen. Ich komme sofort. Ich muss immer erstmal gucken, ob sich irgendwas getan hat hier in unserem Zug. Hier ist alles in Ordnung. Ja, ich schaufel mal eine Kohle nach. Nicht, dass wir noch stehen bleiben auf der Strecke. Hier. So. Und mehr Dampf. Wir brauchen mehr Hitze. Mehr Hitze und Wasser. Oh, ein Schiffchen geht noch. Oh. Und jetzt kommen wir wieder ein Stück. Macht er eh sonst keiner. Na, mal gucken, was unser Führer möchte. Unser Oberst im Führerstand. So. Hör zu! Ich habe mit der Arche gesprochen. Und zwar dank Tokarev. Er hat den Decoder ans Laufen gebracht. Das ist doch schön. Arche, bitte kommen! Bitte kommen, Arche! Ende. Arche? Arche hier! Identifizieren Sie sich! Ende! Hier spricht Oberst Svatoslav Melnikov, Kommandant einer Sondereinsatztruppe. Wir haben Ihr Signal empfangen und sind unterwegs zu Ihnen. Haben Sie verstanden? Ende! Ja, ja, ich höre Sie laut und deutlich. Mit wem spreche ich? Wie kann ich Sie ansprechen? Stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung, Major Ivanov. Einen Moment. Oh ja, Herr Major. Natürlich müssen Sie eine Überprüfung durchführen. Also gut, Oberst Melnikov. Einfach großartig. Ich entschuldige mich für den Mangel an Vertrauen. Wie Sie wissen, ist die Situation ernst und der Feind kann jederzeit zuschlagen. Das verstehe ich, Herr Major. Und ich hoffe, Sie können der Führung mitteilen, dass meine Leute sehr pflichtbewusst sind und Ihnen bei unserer Ankunft voll und ganz zu Diensten stehen werden. Ende. Vielen Dank für die guten Nachrichten. Wie viel Mann umfasst Ihre Streitkraft, Oberst? 6. Ich habe einen Trupp der besten Agenten, die unsere Spezialeinheiten zu bieten haben. Ein Trupp? Ah, ich verstehe. Nun, das ist gut. Sehr gut. Ich glaube ihm nicht. Ja, wir sind keine große Streitkraft. Aber wir überbringen eine extrem wichtige Nachricht. Wir kommen aus Sektor K6 Alpha zu Ihnen. Haben Sie Informationen über Feinde, auf die wir unterwegs treffen könnten? Ende. Einen Moment, bitte, ich schau mal nach. K6 Alpha, sagen Sie. Soweit ich das sehen kann, sind keine Feindbegegnungen aus dieser Gegend gemeldet, Oberst. Ich muss unser Gespräch jetzt leider beenden, aber seien Sie versichert, dass wir Ihre Ankunft erwarten. Ich werde sofort Bericht erstatten und der Verteidigungsminister wird Sie sicher gern empfangen. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank. Ein paar Worte aber noch. Wie ist die allgemeine Lage bei Ihnen, Herr Major? Bitte? Herr Oberst, Sie werden verstehen, dass diese Information geheim ist. Aber ich verstehe auch, dass Sie... Uns geht es gut. Keine Sorge. Nun, wir sehen uns in der Arche. Ende und aus. Ich diene dem Volk. Ende und aus. Okay. Verstehst du jetzt, du ungläubiger Thomas? Meine Hände zittern vor Aufregung. Damit gleiche Gespräche hören? Der Minister höchstpersönlich. Das ist unglaublich. Ja, sehr unglaublich. Übrigens, Archer, du solltest dir mal die Karte ansehen. Ja. Gut, da werde ich gleich... Wie du siehst, fahren wir fast geradewegs auf den Gamantau-Komplex zu. Katja und Krest haben gesagt, dass die Strecke dort in einem brauchbaren Zustand ist. Wirklich überraschend, wenn man die Menge... Oh. Wir nähern uns dem Yamantau-Bunker, dem letzten Ziel unserer langen Reise. Der direkte Funkkontakt mit dem Bunker hat Millers Unmut über das Zerstören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig.
Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungstruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. In die Metro. Juhu. Muss man irgendwann doch noch die anderen Teile vielleicht spielen? Obwohl ich ja nur in der Metro das ein bisschen, eigentlich unheimlich, aber ein bisschen bedrückend finden würde. Aber okay. So, was gibt's hier wieder zu sehen? Wir sehen alle so aus, als... Was ist da vor uns los? Ende. Alles ist verlassen. Aber die Bahnstrecke ist in Ordnung. Ende. Mann, der wackelt ja hin und her. Verstanden. Fahrt nicht zu schnell und passt auf die Strahlung auf. Ende. Verstanden. Da sind wir also im neuen Gebiet. Ich kann es noch nicht glauben. Wir sind da. Glaubst du es? Wir sind endlich da. Das war unser Ziel. Nicht nur seit Wochen oder Monaten, sondern seit 20 Jahren. Mein ganzes Leben. Und es war nicht umsonst. Jetzt kann ich es mit Sicherheit sagen. Guck mal, Mama. Hier sollen wir jetzt wohnen? Ich weiß nicht. Warum? Es gefällt mir hier nicht. Es ist unheimlich. Psst, mit den verbrannten Bäumen bestimmt. Genosse Oberst, hier draußen wird es ziemlich heiß. Alle Mann Masken aufsetzen. Passagiere, reingehen und gut zuknöpfen. Ja, natürlich. Komm, Nastja. Planänderung. Ab hier nehmen wir die Motodraisine. Wartet auf Artyom und mich. Verstanden. Was ist mit mir? Du hast schon so lange davon geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt willst du mich zurücklassen? Bin ich deine Tochter oder nicht? Also gut, komm mit. Sonst nimmt das ja nie ein Ende. Eine kluge Entscheidung. Jelmark, halte die locker. Ganz zufällig steht da eine Draisine, ja? Was der Menschen? Oder ist das unsere? Das kann ja nicht. Bringt die Aurora zurück in die sichere Zone und bleibt dort. Machen wir sofort. Stefan, du übernimmst die Führung, solange ich weg bin. Ich will nach hinten gucken, ob da noch eine Dresine an ist. Du bist unsere, ne? Sehr gut. Auf geht's. Kann da nicht hintergucken. Ja, sieht so aus. Okay, dann gucken wir mal. Siehst du diesen Krater? Ich frage mich, wie hoch die Sprengkraft war. Sieht hier nach einer 100er aus. Mein Glück. Ihr habt doch auch 300er und 500er eingesetzt. Tja. Aber hier scheint doch eine 100er gereicht zu haben. Ja, ist schon... Herr Oberst, Jelmark hier. Wir sind in der sicheren Zone. Strahlung äußerst gering. Warten auf Ihre Rückkehr. Ende. Gut. Wer hat denn die Röhre da hingelegt? Ende und aus. Äußerst merkwürdig. Sieh dir all diese Autos an. Atjom hatte recht. Die Leute sind aus dem ganzen Land hierher gekommen. Ja, wohl wahr. Aber niemand ist aus Moskau gekommen. Bis jetzt. So viel vergeudete Zeit. So viel Loot. Das gleichen wir jetzt wieder aus. Tja, wir sind fast da. So, ich bin gespannt. Das ist kein guter Ort. Wir hätten wirklich nicht hierher kommen sollen. Ist das... Ja, ist es. Wo ist jetzt mein Begrüßungskomitee mit dem roten Teppich? Das kann nicht laufen, doch ich kann laufen. Seht ihr? Keiner zu Hause. Wie wäre es, wenn wir umkehren, ne? Da! Identifizieren Sie sich. Oberst Miller, mit einer Meldung für den Verteidigungsminister. Und wo sind Ihre Leute, Herr Oberst? Na hier. Im Zug. Draußen ist es gefährlich.
Kontaktieren Sie sie und sagen Sie ihnen, dass sie den Zug zur Dekontaminierung in die Hauptluftschleuse bringen sollen. Willkommen in der Arche, Herr Oberst. Fahren Sie durch den Tunnel und nehmen Sie dann den Aufzug. Drinnen wird man Sie in der Pfanne. Seht ihr? Wir werden erwartet. Ja. Puh, ich war nie gerne im Unterbot. Das ist mir echt Angst. Warum ist hier alles so verlassen? Keine Waffenstellungen, keine Patrouillen. Wozu sollten Sie sie brauchen? Ein Atomsprengkopf würde hier nichts bewirken. Hier zumindest mal etwas sauber. Sir, Idiot, wisst ihr was? Wir müssen nicht alle zur Regierung, also bleibt ihr besser bei Crest. Alter! Lass mich hier raus! Ernsthaft? Die zwei Türsteher lassen mich nicht durch? So. Hier gibt's nichts. Dann. Es ist so still. Gruselig. Na, hier ist nur ein bisschen gruselig. Tja, wenn es hart auf hart kommt, musst du vorgeben, ein Schummerheld zu sein. Marik. Hast du wenigstens eine Ansprache vorbereitet? Sich beim Minister zu melden, ist kein Spaß. Ach, geh mir nicht auf den Wecker. Ich habe die Nacht durchgearbeitet. Meinst du nicht, du solltest Artyom jetzt irgendwas sagen? Ja. Du hattest recht, Artyom. Und ich nicht. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Kein Thema. Ich mähe alle nieder, die sich uns hier jetzt gleich in den Weg stellen. Wird schon schief gehen. Okay. Was hat die Dekontaminationskammer hier? Okay, hallo. Wer sind Sie? Da stehen eine Menge Leute. Ja, genau. Genosse Minister, Kommandant der Sondereinsatztruppe der Stadt Moskau, Oberst Miller, meldet sich zur Stelle. Ich möchte darum bitten, dass meine Leute vorübergehend mit Quartieren und Vorräten versorgt werden. Es befinden sich auch Frauen und Kinder unter uns. Unsere eine Kämpfer Frau. Sind jedoch noch in Form und einsatzbereit. Und ein Kind. Frauen und Kinder? Gut, die hatten wir schon lange nicht mehr. Wer sind Sie? Das ist Fleisch! Ich werde euch alle töten. Ich mache euch alle fertig. Naja, so ist es leider immer eine Postapokalypse, ne? Nur die Idioten überleben. Die vernünftigen Leute werden leider alle dahin gerafft. Sind die anderen? Alles läuft wie geplant. Oh Gott. Alles nach ist oben. Gut. Bis jetzt. Bis jetzt? Ich verlange ein Treffen mit dem Verteidigungsminister. Es gibt keinen. Sofort. Keine Sorge. Alles wird gut. Und sogar noch besser. Der Minister und der Anführer höchstpersönlich erwarten Sie zum Essen. Solange wir nicht gegessen werden. Essen? Was zum Teufel? Wollen Sie mich verdammt nochmal verspotten? Halt die Klappe! Der Doktor spricht! Wo den Hals um. Ist die Regierung? Antworten Sie! Hier, Herr Oberst, hier. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Ihr seid doch nur
Nur verdammte Kannibalen! Beruhigen Sie sich, sonst bekommen Sie noch Gelbsucht. Und glauben Sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Das Mädchen muss allerdings noch warten. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde meine Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, junge Dame. Machen Sie es wie der junge Mann. Er ist vor langem aufgewacht und hört auf, kluge Menschen. Du Scheißkerl! Lass mich los! Anna, sei ruhig. Schau! Nicht einer wird entkommen! Kein einziger! Also, Herr Oberst, Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen Ihren übrigen Leuten im Zug, dass Sie herkommen sollen. Es sei denn, Sie wollen, dass sie lange leidet, bevor sie serviert wird. Haben Sie verstanden? Ja, ich hab's befürchtet. Und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation. Schön, die mitgenommen. Gar nicht mitgekriegt. Das ist jedoch kein Problem, Alter, da dieser nette junge Mann das stattdessen übernehmen wird. Sobald wir mit Ihnen fertig sind, wird er es nicht mehr wagen zu widersprechen. Naja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Jakob, du kannst anfangen. Ich krieg dich noch, selbst wenn ich tot bin. Ja, das könnte ich werd's machen. Passieren, Herr Oberst. Ich könnte mich an ihn verschlucken oder so. Derweil bitte ich. Ihr Bestien, kommt hier, ich reiß euch alle in Stücke. Jeden einzelnen von euch, das hätte ich schon vor dem Krieg tun sollen. Aber ich schlüpfe mir euch jetzt vor. Verbrennt diesen Abschaum zu Asche. Was ist denn da los? Damit nicht mal ihre dreckigen unsere, wa? Übrig bleiben. Jetzt sehr gut. Wir wieder satt sein. Gut. Sehr gut, sehr gut. No. Von euch, sehr gut. Damit keine Spur übrig bleibt. Okay. Hierher. Danke, Sam. Oh, bin ich froh, euch das zu sehen. So, jetzt holen wir meine Frau zurück. Müssen wir Anna finden. Oh ja. Tut mir leid, für diesen Aufzug bin ich wohl zu weit gegangen. Zum Teufel damit, Idiot. Hol den Hauptaufzug hoch. Wo ist denn hier ein Hauptaufzug? Oh, ich muss nicht mitschießen, oder? Das machen die schon. Aber die schießen doch auf mich. Kann ich da looten? Das wäre cool. Da gibt's da glaube ich gleich genug Loot. Was war das? Hier war da was. Die Lampe. Ich muss da hier irgendwas reparieren können, oder? Lauf doch mal in irgendeine Richtung. Da könnt ihr mal aufhören zu schießen? Ich bin hier, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, jetzt muss ich nach da hinten, ne? Da war noch so viel Zeug zum Looten. Das ist ein lustiger Aufzug. Und interessant. Gut gemacht. Leider zu viel Munition verballert. Genau wie unser altes D6. Selbst der Aufzug ist genau derselbe. Stimmt. Was für ein Glück. So besteht Hoffnung, Anna zu finden.
Der Komplex ist allerdings riesig. Und wir haben maximal 10 Minuten. Also müssen wir uns aufteilen. Okay. Sam, du siehst den Filterraum und in der Generatorenhalle und dem Lager nach. Idiot, du kommst mit mir zur Kommandozentrale. Archon, du übernimmst die Unterkünfte und das Krankenlager. Okay. Auf geht's! Deine Etage, Archon. Ach so. Na dann. Wir sehen uns später. Dann nehmen wir vielleicht doch mal wieder unsere Sneaky-Waffe. Also, zumindest ein bisschen. Licht machen wir aus. Dann gucken wir hier mit Scanner. Und ich mag es. Hast du so eine Klingel? Die erinnert mich an die Schule von früher. Obwohl Schule nicht so verkehrt war. So im Nachhinein. Damals habe ich es auch nicht gemocht, aber jetzt mag ich. Oder würde ich die Schule bevorzugen anstelle von Arbeiten? Da hat man wenigstens noch Zeit für sein Leben. Tagebuch Seite 1. Nö, keine Lust. Was ist das? Ein Hebel. Wir hebeln mal am Hebel. Ja, gut. Okay. Kann hier mal einer aufmachen? Nochmal hebeln kann ich hier nicht. Durch die Lüftung irgendwie durch? Nee. Ist auch so kacke dunkel hier. Hier ist noch was.